Jessie von On The Grid erklärt euch Christian Engelhardt die Balance of Performance. Viel Spaß dabei! Ja, Balance of Performance ist ein System, wie man verschiedene Autos auf der Rennstrecke gleich schnell bringt. Also speziell wird es zum Beispiel in der GT3-Klasse angewendet, zum Beispiel in ADAC GT Masters. Und da kann man vereinfacht sagen, baut jeder Hersteller erstmal ein Auto. Und die müssen dann irgendwie alle gleich schnell gemacht werden. Eine Marke ist etwas schneller wie die andere. Und das wird dann über Luftmengenbegrenzung und Gewicht hauptsächlich gemacht. Also ein Auto kann zum Beispiel langsamer gemacht werden, indem man mehr Gewicht auf den Beifahrersitz packt. Oder es kann langsamer gemacht werden, indem man dem Motor ein bisschen die Luft wegnimmt und den Luftmengenbegrenzer kleiner macht. Warum genau müssen die ausgeglichen werden? Du hast gesagt, jeder baut erstmal ein Auto und dann muss man es halt hinterher regulieren. Warum genau macht man das? Es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder man macht es so, man schaut, dass man den Rennsport möglichst eng kriegt, ja, und lässt den Herstellern die Freiheiten zu bauen, Autos zu bauen, wie sie jetzt halt die Motoren verfügbar haben oder wie sie es halt machen möchten. Die andere Möglichkeit wäre, ihnen ein enges Reglement vorzugeben, dass alle den gleichen Leistungsdaten irgendwie erreichen. Und in der GT3 ist es eben so, dass man es so gemacht hat und die BOP dann entscheidet, wer dann im Endeffekt den Vorteil hatte. Okay, Dankeschön.